Servus meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von City Skylines, unserem Projekt 2020. Ja, wie ich es letzte Folge getauft habe. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute steht auf der Tagesordnung einmal das Gewerbegebiet, was man jetzt gerade im Hintergrund sieht, wo ich einen wunderschönen Kreishöcker in ein Ei verwandle. Dann ein bisschen die Industrie anfangen. Und die Schule dann noch ein bisschen umstellen, die ich mal so einfach irgendwohin lieblos platziert habe, weil, meine Stadt, sag ich mal, da die ja ohne unendlich Geld läuft, muss ich auch gucken, dass alles irgendwie am Laufen bleibt. Und ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn man jedes Gebäude selber setzt. Auch zu diesen Gebäuden habe ich schon, habe ich den einen oder anderen Fehler schon letztes Mal gemacht, dass ich praktisch über diese, ich nenne sie einfach mal Rico-Mod, mir die Gebäude aktiviert habe, aber diese nicht eingestellt habe. Man wird es nachher nochmal sehen. Ich bin wirklich durchgegangen, 3-4 Stunden lang habe jedes Gebäude angepasst, realistische Werte gegeben, außer jetzt die preislichen Sachen. Da habe ich jetzt halt nicht gesagt, hey, ein Haus kostet jetzt um die 20, 30, 40.000, außer jetzt halt größere. Bei so kleinen Gebäuden für 3-4 Personen habe ich dann so bei 300-400 angefangen, damit ich das auch noch irgendwie bewerkstelligen kann, ja? So, wir fangen auf jeden Fall hier mit dem Gewerbegebiet an. Erstmal habe ich da einfach so ein paar Gebäude platziert. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfinden, weil ich auch die ganzen Gebäudetypen noch gar nicht so wirklich kenne. Platziere ich halt einfach immer und gucke, wie das passt und schiebe das dann irgendwann auch wieder mal ein bisschen hin und her, ne? Das ist bei mir eigentlich ganz normal. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall so ein einzigartiges Gebäude gesetzt. Das ist, glaube ich, dieses Einkaufszentrum, nennt sich das. Und da habe ich mir gedacht, komm, da passen wir einfach nochmal so einen kleinen Parkplatz vorne dran an, weil es ist halt schon ein Einkaufszentrum und die Parkplätze, die da zugewiesen sind oder die halt vorne dran sind, das reicht nicht, ja. Und außerdem mag ich das ganz gerne, mit diesen Parkplätzen zu arbeiten. Hab dann da rechts unten nochmal ein bisschen aufgeteert und hab dann hier so Werbetafeln. Die habe ich ja gesucht, habe ich letztes Mal, glaube ich. Ich weiß gar nicht sicher, ob ich letztes Mal drüber geredet habe mit Workshop und was man nicht alles findet, wenn man unterwegs ist. Diese Dinge habe ich gesucht, weil ich die irgendwie vor Augen hatte, so Werbetafeln einfach irgendwie ins Gewerbegebiet zu stellen. Ja, ich fand das cool, weil sehen auch cool aus. Und sie füllen eine kleine Fläche wieder auf. Ja, man möchte ja nicht alles unbedingt mit Grün immer zumachen, ja. Ich arbeite schon sehr viel mit Grün, also mit irgendwelchen Büschen, mit Bäumen. Und da ist es ganz angenehm, wenn man mal so ein bisschen geteert hat. Was man, glaube ich, jetzt am Anfang gesehen hat bei den Kamerafahrten, ich weiß nicht, das wird nur den aufmerksamen Zuschauern aufgefallen sein. Ich habe, das habe ich am Offscreen gemacht, bei den Gebäuden, also bei den Häusern im Wohngebiet drüben, ne, also praktisch hinter uns, dort habe ich Gärten mit angelegt. Ja. Ich habe das voll vergessen, dass wenn ich die Gebäude setze, die haben ja nicht wirklich, jeder hat irgendwie so einen Garten dabei oder so einen Zaun drum. Und das habe ich halt noch gemacht, ja. Also das sieht man nachher auch nochmal, glaube ich. Achtet einfach drauf, ja. Nachher baue ich auch nochmal da ein bisschen. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu Walmart, ja. Wichtig, ja. Wer war früher auch schon im Walmart, wo es in Deutschland noch war? Ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt mittlerweile. Ich glaube nicht mehr. Oder ich glaube, irgendeine Kette, irgendwas hat das aufgekauft. Ich weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, komm, ich habe so ein komplettes Set eigentlich, eine Tankstelle, eine Waschstation oder so, sage ich mal, so eine Werkstatt von Walmart. Und dann habe ich auch noch Walmart an sich, ja. Perfekt. Und die Schilder. Klasse, ja. Habe ich mir gedacht, komm, die muss ich alle irgendwie dahin platzieren. Hab da jetzt einfach erstmal so einen Parkplatz mit so Einbahnstraßen gemacht. Mache ich ganz gerne, dass die nicht auf beiden Seiten irgendwie rein rausfahren. Und ja, hab das mal so ein bisschen angepasst. So rechts habe ich die Werkstatt, links die Tankstelle, weil ich gedacht habe, okay, wenn die da links rausfahren, also von uns spreche ich jetzt immer, ja, von links rausfahren, dann ist bei dieser Tankstelle, können sie noch kurz tanken gehen und hey, katsching, ich bekomme davon was ab, ja. Ich bin der Bürgermeister. Ja, das ist wichtig. So, jetzt haben wir hier vorne nochmal so ein bisschen das gehabt. Ich wollte nicht alles so geradlinig machen, habe mir gedacht, komm, ach, ein gewisser Break muss zwischendrin sein, so 2-3 Gebäude an der Straße. Da muss ja nicht alles an der Hauptstraße sein, ne? Und dann habe ich so eine kleine Schräge reingezogen, den Supermarkt da hinten rein und habe das so ein bisschen begrünt. Genau. Und hinterm Walmart habe ich mir halt auch gedacht, komm, irgendwie müssen die Sachen ja auch ankommen, ne? Also wenn was geliefert wird, da muss das doch irgendwie auch ankommen. So, jetzt bin ich erstmal wieder auf der Suche. Dachte mir so, Mensch, was habe ich denn alles für schöne Schilder, ja? Und da bin ich eben auf dieses Walmart-Schild gestoßen, wo ich mir gedacht habe, hey, perfekt. Cool, dass es auch irgendwie einzeln dabei war. Und schön, ja. Gut, dann haben wir jetzt hier praktisch, habe ich jetzt erstmal mit so einem Weg das versucht, aber das, ja, das ist nichts, ja. Machen wir einfach diese Straße. Die ist ganz cool eigentlich, die Straße, weil eben Leute eben da auch langfahren.
Ob das jetzt hier der Fall ist, weiß ich nicht ganz genau. Da müssen wir mal gucken. Aber ich habe da so ein bisschen das Parken angelassen hinten. Vielleicht parkt ja mal das ein oder Auto hinten bei Walmart. Und jetzt sollte es so eine Beladestation werden. Wie immer, komplett verplant. Absolut noch keine Ahnung. Ich wusste, ich möchte ungefähr eine Beladestation machen. Oder Entladestation. Und habe dann einfach mal geguckt, was habe ich denn überhaupt alles. Und die Trailer-Dinger, die habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Also ich entdecke komplett neu, ne? Also das ist wirklich so, ich entdecke komplett neu bei der ganzen Sache und jetzt geht's ans Malen. Und im Malen war ich schon immer schlecht. Es ist sehr schwierig mit dem Tool so einigermaßen gerade Linien zu bauen, aber ich dachte mir, irgendwie probieren wir das mal, ja, und kriegen das bestimmt auch hin. Und genau, jetzt habe ich eben auch mit Zäunen gearbeitet, wo ich mir gesagt habe, ich möchte den Ladebereich hinten möchte ich eingezäunt haben. Aber jetzt nicht nur mit diesen normalen Zäunen, was um Walmart zurück so rumgeht, sondern einfach komplett, ja. Damit da einfach so ein bisschen ein Cut ist, wo nicht jeder irgendwie dann hinten hinspazieren kann, ja. Deswegen habe ich das einfach so gemacht. Und jetzt gucken wir mal, jetzt ist wieder hier ein bisschen Flohmarkt. Einfach mal gucken, was ich noch im Angebot habe und alles mal hinplatzieren, was eigentlich dahin passen könnte. Ob jetzt wirklich alles so genau hinpasst, ich habe jetzt nicht bei den Trailern auf Marken geachtet. So detailliert baue ich dann auch nicht, dass ich mir jetzt von jeder Firma dann irgendwie auch die LKWs oder die Trailer dann dazu hole, weil das werden dann, glaube ich, irgendwann zu viele Assets. Deswegen gucke ich da zwei Augen zu, ja, zwei Augen zu. Genau, jetzt habe ich das da hinten halt wieder ein bisschen begrünt und es geht ratzfatz hier einfach auch jetzt praktisch zum nächsten. Also ich habe hinten mal wieder ein bisschen was gemacht, habe ich mal dort wieder ein bisschen was gemacht. Also ein bisschen durcheinander, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Das habe ich wirklich auch teilweise extra gemacht, weil ich nicht, einfach die Abwechslung auch haben möchte. Ja, es ist vielleicht so beim Nachkommentieren ein bisschen schwierig, deswegen entschuldigt das Durcheinander, weil ich selber nicht weiß, ihr wisst es, was jetzt hier als nächstes kommt. Ja, ich sehe das zwar im Hintergrund so ein bisschen, ja, aber ich achte da jetzt nicht so drauf, wenn ich rede, ich achte auf alles Mögliche, aber irgendwie nicht auf die Spuren, ja. Deswegen, also ist immer ein bisschen Sprung, macht mal drüben mal wieder ein bisschen, einfach da mal eine Lücke füllen, dann macht mal hier mal wieder. Es ist eigentlich auch nur Begrünung, ja, den größten Teil habe ich ja fertig gemacht. Aber wenn man mit diesen Kameraperspektiven, wie ich arbeite, wo man sich nicht so bewegen kann, da ist es ein bisschen, da ist man nicht so ganz drin. Dann switcht man ganz gerne mal irgendwie komplett woanders hin. Ist halt einfach so, ja. Aber wir werden nachher nochmal kurz was sehen und da brauche ich eure Meinung. Ich werde euch nochmal darauf hinweisen, wenn ich es nicht vergesse. Ich habe nämlich was versucht, was deutlich besser funktioniert hat, als ich mir das vorgestellt habe, ja. Und was sehr cool aussieht, habe ich gesehen, ja. Deswegen brauche ich da mal eine Meinung und würde das gerne öfters irgendwie mit einfügen. Genau. Aber dazu später. Erstmal jetzt was quatschen, was später. Ist egal. Ja, ihr wisst was. Ihr wisst. Ja. So, jetzt kommen wir halt hier noch. Ich dachte mir so, wenn Walmart da hinten irgendwie so einen Bereich kriegt, der Supermarkt braucht es nicht, weil hinten sieht irgendwie, das Einkaufszentrum sieht von hinten. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sollte man da Fußgängerwege hinten hinbauen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ey, Werbetafelplatz, geil. Und jetzt, jetzt geht's wieder ans Zeichnen. Ich dachte mir halt einfach, komm, wir machen eine Werbetafel und ein bisschen grün, weil ich mir nicht sicher war, ob man jetzt da hinten irgendwas anschließen sollten. Ja, keine Ahnung. Also ich habe keinen Snap-Punkt gefunden direkt für die Wege, deswegen habe ich da mal nichts gemacht. So, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das hat deutlich besser funktioniert als auch wieder da in dieser Ding gedacht. Und jetzt begrünen wir das Ganze halt einfach noch ein bisschen und dann ist auch gut. Hier so ein bisschen Trampelpfad für die Leute, die irgendwie, weiß nicht, bei der Werbetafel was abändern und da durchmarschieren. Habe ich mir gedacht, könnte vielleicht auch ganz cool sein. Einfach so, weiß nicht, es sieht halt fürs Auge ein bisschen anders aus. Und hier machen wir dann einfach noch ein bisschen Gewerbe hin. Also guckt mal, wie diese Autos da oben flippern, wenn man so mit Move it die Wege da bewegt. Flipper, flipper, flipper. Die wissen gar nicht mehr, wo sie parken sollen. Voll witzig. Habe ich jetzt erst gesehen. Cool. Genau, hier machen wir ein bisschen Gewerbe hin. Ob das jetzt alles so zueinander passt, bin ich mir nicht so ganz sicher. Wie gesagt, ich benutze die standardmäßigen Gebäude von City Skylines, ne? Ich gehe jetzt also nicht hin und benutze irgendwelche anderen, also gemoddeten, abonnierten oder selbst bearbeiteten Gebäude, sondern ich habe mir wirklich die halt freigeschaltet, die halt von City Skylines drin sind. Und möchte auch mit denen arbeiten, weil so ein bisschen Performance möchte ich da noch gerne haben, ja. Ich weiß halt nicht, wenn man zu viel, ich denke mal,
Wenn ich jetzt noch mit den Gebäuden anfange, bin ich irgendwann bei 5000 Assets. Das geht nicht. Das geht absolut nicht. Ich bin mit 2000 schon viel. Na, aber deswegen. Gut, hier machen wir auch nochmal ein bisschen Supermarkt. Ich habe halt probiert, diese Bereiche ein bisschen zu befüllen. Habe da jetzt noch so einen Parkplatz ums Eck gezogen, was ich eigentlich ganz cool fand, weil es halt auch wieder ein bisschen was anderes ist. Die Parkplätze bekommen auf jeden Fall halt auch noch natürlich Parklücken, keine Sorge. Das mache ich aber nicht hier irgendwie im Video, das mache ich meistens hier offscreen. Ja. Mache ich ein paar Sachen, mache ich einfach offscreen, weil ich mir denke, es bringt ja auch nichts, das ist immer das Gleiche. Ne? Das, ja. Ne, deswegen, und so spektakulär ist ein Parkplatz zu bestücken auch nicht. Muss man halt auch mal wirklich sagen. Genau. Ja, jetzt habe ich hier halt wieder ein bisschen mit so Supermarkt. Ich habe ja so ein paar amerikanische, habe ich mir abonniert, wie man sieht. Ist ja auch eher so eine amerikanische Stadt. Ich weiß nicht, so eine europäische Stadt, so in diesem Stile, wie ich jetzt baue, werde ich, glaube ich, nicht machen. Da werde ich vielleicht mal auf Twitch noch ein Projekt als zweites Projekt nach der perfekten Stadt, können wir darüber reden. Da habe ich ja auch noch was im Hinterkopf. Aber ich glaube so, da bin ich einfach, für europäische Städte bin ich nicht so ganz zu haben. Ich glaube, da bin ich im amerikanischen, jetzt habe ich es, Stil, irgendwie ein bisschen besser bedient. Keine Ahnung. Ist einfach so. Ja, jetzt habe ich mir halt gedacht, so ein bisschen Details, dachte mir, hey, cool, eine Hecke. Aber es funktioniert nicht so ganz, deswegen kommt die Hecke auch gleich wieder weg, weil grün mag eh keiner. Jetzt habe ich halt da noch ein bisschen, habe mir gedacht, hey, cool, die drüben, die haben da so eine B-Entladestation. Das braucht das Gebäude und rechts das auch nochmal. Einfach, es sieht cool aus. Ich weiß nicht, es wirkt einfach geil. Wenn du da einfach so ein paar Trailer hinstellst, wenn du da ein bisschen Zaun drum stellst, das sieht schon ganz anders aus. Es sind so Kleinigkeiten. Also es ist wirklich kein großer Aufwand, diese Sachen dahin zu stellen. Das mit den Zäunen, mittlerweile habe ich da auch Sachen gefunden. Jetzt probieren wir das noch so, ne, wo ich das irgendwie einzeln setze. Aber mir ist jetzt auch aufgefallen, dass ich, sag ich mal, mit genau hier auch, wo die Zäune drin sind von den Parks. Die kann man ja praktisch mit so einer Linie ziehen, ohne das Prop-Line-Tool. Und hat dann praktisch den Zaun, was markiert ist. Ja. Sieht man das nochmal? Hier habe ich jetzt nochmal die Barrikaden, die eine bestimmte Länge haben, angebracht. Und später bin ich darauf gestoßen, dass ich auch so Barrikaden habe, die ich einfach an den Straßen entlang ziehen kann. Ja, super, hätte mir das mal jemand gesagt, wo ich bei der Autobahnauffahrt und noch dran saß. Super, ne? Deswegen hier, glaube ich, ja, guck mal, hier, genau das meine ich. Das, was ich jetzt hier habe, hier habe ich es jetzt einfach mal ein bisschen zum Basteln genommen. Aber genau da gibt es ja die ein oder andere Zaunart und diese Barrieren, die habe ich nie gesehen. Voll geil mittlerweile, was es da alles gibt. Ist es? Ja, man sieht schon, dass ich da geile Dinge habe. Oder mache ich das mit denen? Ich weiß gar nicht. Ah, nee, das ist der andere Zaun. Ja, da habe ich einfach so, glaube ich, den Industriezaun. Irgendwas habe ich da genommen. Ist ja auch egal. Und es ist angenehm. Guck mal, so einen Zaun zu ziehen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, super angenehm. Du kannst es halt einfach gut stückeln. Es sieht gut aus. Also von dem her, echt cool. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, hier drüben machen wir gleich weiter. Die haben auch so eine kleine Einfahrt dann da links und dann stellen wir da auch ein bisschen was hin. Und wenn man dann von oben guckt und am Ende werdet ihr auch sehen, bei den Cinematic-Aufnahmen, es wirkt geil. Also ich muss sagen, mit dem Gewerbegebiet bin ich unglaublich zufrieden. Ja, man ist ja manchmal ein bisschen auf sich selbst stolz, weil man ja weiß, was man davor alles so gemacht hat. Ne? Das sind so kleine Dinge, man kommt langsam rein. Ja, jetzt kommen wir zu dem, das habe ich extra aufgenommen, aber nicht alles. Da bin ich 3-4 Stunden dran und zwar kann man halt hier, ihr seht schon, alles einstellen. Preise, Bewohner, bei der Industrie die Arbeiter natürlich und den Preis und natürlich auch die Kategorien, damit man da unten halt in den Kategorien das schön sortiert hat. Und dann, oh Gott, das ist Wahnsinn. Hey, ich konnte nicht mehr. Ich habe mit der Industrie angefangen, weil ich mir die Industrie platziert habe. Die ist auch aktuell am Start gewesen. Die hat man jetzt natürlich nicht gesehen. Die war neben der Stadt. Das habe ich auch nicht aufgenommen, weil ich die Industrie platziert habe und dann dachte ich mir, Mensch, warum bekomme ich denn Einwohner dazu? Warum bekomme ich denn jetzt 4.000, 5.000 Einwohner dazu? Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, ich gucke da nochmal rein und dann hat es Klick gemacht, ja. Dann habe ich das richtig eingerichtet und habe ich gemerkt, hey, jedes Gebäude kostet 10 und in jedem Gebäude wohnen 10 Leute. Ja, das ist ja Quatsch. Warum sollen in einem Hochhaus 10 Leute wohnen, aber auch in einem kleinen Haus 10? Und dann habe ich das alles angepasst, wirklich.
bin ich hingegangen. In Hochhäusern wohnen jetzt so, sagen wir mal, 20 bis 80 oder über 100 Leute, je nachdem wie groß. Und oder können halt Personen halt, jetzt nicht Wohnungen, sondern Personen. Und bei kleinen Gebäuden bin ich hingegangen, habe jetzt gesagt, so 3, 4, 5 Leute, ne? Allerhöchstens. Es macht halt nur Sinn. Ja. Und jetzt ist das alles richtig eingestellt. Ich habe mir da auch ein Backup von gemacht. Man kann von dieser Mod tatsächlich ein Backup machen, weiß ich auch nicht. Und habe das jetzt mir sozusagen dann auch hoffentlich abgesaved, dass ich das nie wieder machen muss. Weil das ist eine Scheiße, kann ich euch sagen. Das ist echt eine Scheiße. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt, wenn wir Gebäude platzieren, können wir gut Einwohner generieren. Es ist halt realistischer gehalten. Ja, und da wir ja nicht so groß bauen möchten, habe ich mir gedacht, machen wir das. Auch bei der Industrie. Ich habe halt auch die Arbeiter angepasst, realistisch. In einem Laden, im kleinen Laden sind 3, 4, 5 Arbeiter. Ja, in der Halle sind vielleicht bis zu 10, in einem größeren Fabrik 30, 40. Es ist halt auch angenehm, wenn du ein Gebäude platzierst und du weißt, 40, 50 Leute können bei einem großen Gebäude dann auch irgendwie unterkommen und haben Arbeit. Das ist mega gut. Das ist wirklich mega gut. Und deswegen habe ich mir auch die Zeit genommen und habe das gemacht. Ich wollte halt auch nicht, dass alles so billig ist. Beispiel große Gebäude, Hochhäuser, kosten mich jetzt zwischen 30 und 40.000, ne? Je nachdem, natürlich auch zwischen 10 und 20.000 haben wir welche. Das habe ich halt alles so ein bisschen angepasst. Klar, nicht realistisch, aber halt, damit ich es halt auch noch irgendwie bezahlen kann, wenn ich alles selber setze. Weil überlegt mal, für ein kleines Gebiet sind mal 20, 30 Gebäude, dann könnte ich jedes Gebäude 100.000 kosten. Geht halt nicht, ne? Aber dass wir einfach so ein bisschen Realismus haben. Und ich möchte es einfach bewerkstelligen können, ja. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen die, Müll habe ich auch noch rübergezogen. Ihr seht, die ganzen Gebäude sind einzeln, die standen mal drüben, ja. Aber das Gebiet habe ich abgerissen, habe alles hier rübergezogen. Und da mich die Sachen ja Geld kosten, gehe ich natürlich auch hin und habe die jetzt schön da rübergezogen mit Moovit. Genau, und jetzt, pass auf, bam, jetzt geht es los. Guckt euch das an. Das ist ein bisschen zu langsam noch. Ne, von der Kamerafahrt, aber ich dachte mir, es müsste eigentlich funktionieren mit diesen Kamerafahrten, weil ja und so, ihr wisst nicht wahrscheinlich von was ich rede, will jetzt wieder anfangen irgendwas zu erklären, aber auf jeden Fall, die Kamera fährt raus und geht in ein neues Gebiet, wenn das alles ein bisschen schneller läuft, ist das voll geil, guck mal, und jetzt sind wir hier angekommen, tada, und können weitermachen. Ach, sieht das cool aus, oder? Was meint ihr? Also ich finde das mega geil, bin ich ehrlich. Also ich würde es jetzt nicht immer jetzt machen, ne? Aber für manche Bereiche wäre das schon cool. Das war so ein Mix aus diesen Cutscenes halt und halt auch aus, sag ich mal, dem ein bisschen was, ne? Also ein bisschen von diesen Kamerafahrten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. So, jetzt kommen wir zur Forstwirtschaft. Ja, das war auch ursprünglich auf der anderen Seite, man sieht es, wie es platziert ist. Ich werde es aber, glaube ich, zukünftig öfters so machen. Ich werde mir die Gebäude raussuchen, werde mir die auf einen Haufen machen und werde dann ein Gebiet befüllen damit. Es bringt halt nichts, wenn ich jetzt hier im Zeitraffer die ganze Zeit dieses Gebäude raussuche. Ne? So wie ich es gleich nachher nochmal machen werde. Es ist halt irgendwie nicht so geil, weil, ja, es interessiert doch auch keinen. Ganz ehrlich. Wen interessiert es, welches Gebäude ich wo raussuche? Es bringt doch keinen weiter. Deswegen, wenn ich die halt hier nebendran schon mal platziere, ist es doch perfekt. Ne? Also von dem her, ich denke mal, das werden wir auch beibehalten. Müssen wir mal schauen. Hier ist es eher zufällig, weil ich sie eben drüben schon mal hatte, aber auch für andere Bereiche. Ja, vielleicht machen wir auch da einen Mix. Mal gucken, je nachdem, wie es mir gerade ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Forstwirtschaft. Da hatte ich am Anfang Probleme, ne, weil ich noch keine Schule hatte. Ich hatte echt, meine Stadt war kurz vor Bankrott, bis ich auf die Idee gekommen bin, das Budget mal ein bisschen anzupassen und einfach vielleicht das Solarkraftwerk, was 1200 im Monat kostet, einfach mal ein bisschen runterzuschrauben, weil wir vielleicht nur 70 Megawatt brauchen und das Ding wirft 800 raus oder keine Ahnung, ne. Habe ich mir gedacht, ja gut, haben wir ein bisschen Überschuss, können wir vielleicht auch ein bisschen sparen, ne? Und dann ging es ja mal wieder bergauf. Das war eine knappe Geschichte. Ihr seht ja, ich habe jetzt, also am Anfang war ich ja kurz vor Bankrott, glaube ich, beim Gewerbegebiet. Und jetzt haben wir richtig wieder Geld. Ich habe das aber auch so ein bisschen beobachtet, ein bisschen laufen lassen, muss man auch dazu sagen. Damit wir einfach ein bisschen Budget haben, um dann auch irgendwas zu bewerkstelligen hier. Na, jetzt machen wir das hier noch ein bisschen schön. Ich habe mir halt gedacht, so, ja, ne, da werden Bäume gefällt, ne? Müssen wir halt auch mal hin und einfach auch gefällte Bäume irgendwo hinbauen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Die Idee habe ich von meiner alten Stadt übernommen. Weil ich finde es geil, wenn du halt irgendwie auch die Industrie so ein bisschen in der Hinsicht so ein bisschen einzigartiger machst, ein bisschen detaillierter halt, ne? Bei der normalen habe ich noch nicht die Idee, deswegen steht das alles noch irgendwie drüben beim
bei Müll, ne? Weil ich weiß einfach noch nicht, wie ich das Industriegebiet bauen möchte, normales. Aber so für Forst habe ich mir gedacht, passt das eigentlich ganz gut. Wir müssen halt schauen, wie es weitergeht, ne? Ich hoffe, ich will nicht zu viel bauen, weil ich möchte eigentlich... Okay, weiter müssen wir anders anfangen. Bei der Forst ist es halt so, dass man halt, die brauchen halt irgendwie zum Beispiel Arbeiter, also gebildete Arbeiter. Aber ich möchte auch sehr viel Agrar bauen. Und die brauchen das halt nicht. Und da habe ich so ein bisschen Sorge. Da müssen wir mal gucken, weil hier seht ihr gerade, wir bauen die Schulen, ne? Ab dem Zeitpunkt, wo du Schulen baust, werden die Leute schlauer. Und ja, früher oder später hast du zum Beispiel, wenn du Agrar baust, Riesenprobleme bei Agrar, Leute dazu zu bekommen. Du musst halt ein Dorf irgendwie nebendran platzieren, wo halt keine Schule hat, ja? Die Leute, die sich weiterbilden wollen, die gehen halt in die Nachbarortschaft. War ja bei mir früher auch nicht anders, ne? Ich musste zur Schule, musste ich in die nächste Ortschaft. Na, ist halt so. Gut, war es jetzt nicht so, dass irgendwelche Leute nicht zur Schule gegangen sind, aber im Endeffekt brauchst du halt auch die ungebildeten Arbeiter, zum Beispiel für die Agrar halt in City Skylines, ist halt so, ne? Und da müssen wir mal gucken, wie wir es machen, weil ich will links neben die Ortschaft, will ich Agrar ganz schön viel machen. Ja. Ich finde das cool, weil das soll ja ein bisschen ländlicher sein. So, hier seht ihr mal, hier habe ich das jetzt mal auch aufgenommen, wo ich einfach auch, sag ich mal, ein bisschen detaillierter die Häuser baue. Wo ich denen halt auch einen Garten gebe und das einzäune und ein bisschen Details reinmache. Ich habe mir gedacht, ich mache das mal mit rein, aber will das jetzt nicht jede Folge oder bei jedem Gebiet, wo ich platziere, zeige ich vielleicht die Gebäude, die ich platziere, aber diese Begrünung und so weiter und den Garten und so, ich glaube, das werde ich nicht weiterhin durchgehend irgendwie euch präsentieren, oder? Weil irgendwann hast du es in jeder Folge so ein bisschen und dann ist doch auch scheiße, oder? Ich meine, es reicht doch, wenn man es ein-, zweimal sieht, oder was meint ihr? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, was ihr dazu meint, weil... Es bringt halt, sag ich mal, keinem, glaube ich, was, wenn man jede Folge das Gleiche sieht. Und ich brauche halt Wohngebäude, da ich halt, sag ich mal, nicht mit unendlich Geld arbeite, brauche ich halt Wohnungen. Ich muss ja gucken, dass meine Stadt läuft. Ich möchte auch gucken, dass meine Stadt läuft. Aber ich kann jetzt nicht hingehen und ganz viel Industrie bauen und keine Arbeiter dafür haben. Das bringt für mich halt gar nichts. Deswegen muss ich da halt immer so ein bisschen switchen. Und würde halt euch gerne zeigen, wie man halt diese Gebiete, die wir halt sicher auch ein bisschen unterscheiden werden bald, baue. Aber ich glaube, das Detaillierte, das sieht man dann im Cinematic, ja. Aber ich glaube, das braucht man nicht so wie in der Aufnahme jetzt hier sehen, ne? Hier sieht man es halt nochmal. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ne? Wenn es sich viel gewünscht wäre, wenn viele Leute dafür wären. Hey, mach das doch und so, zeig uns das. Uns interessiert das, inspiriert das vielleicht auch, je nachdem. Da kann ich das gerne auch weiter aufnehmen. Für mich ist das kein Problem, muss ich zugeben. Ich nehme das größtenteils eher auf. Ja, deswegen euch überlassen. Ja, langsam geht es auch Richtung Ende. Das sind so die letzten Szenen, wo wir jetzt hier gebaut haben. Hier ist jetzt praktisch noch ein bisschen Wohngebiet. Hier habe ich halt gedacht, ich muss es halt unterscheiden ein bisschen, ne? Hier ist so ein Zaun, dann ist da eine Hecke. Man wird auch kreativer. Man kommt so zu den ein oder anderen Ideen jedes Mal selber, wenn man ein Gelände so selber bebaut und hat dann irgendwann, glaube ich, den Dreh raus, das schön zu gestalten, dass es auch ein bisschen mit Abwechslung da ist. Und also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt, was haben wir denn? Ich sehe es, ich kann es nicht lesen. 2.000, 3.000 Einwohner um den Dreh. Sterben auch immer jede Menge. Ist ja normal. Aber so langsam wird, ne? So langsam wird. Und ich finde es ganz gut. Wir haben in den ersten Gebäuden, die wir platziert haben, leider noch das Problem, dass dort die 10 Bewohner drin sind pro Gebäude. Da kann ich aber nichts dran ändern. Das ist ja schon platziert. Die müssen ja alle neu platzieren. Und ich denke mal, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Was meint ihr? Wegen den paar Gebäuden, das, glaube ich, nimmt einem keiner übel. Ja, jetzt machen wir hier, das befüllen wir noch. Ich wollte unbedingt auch das Gelände noch befüllt haben. Nicht komplett, aber so ein bisschen. Hab mir gedacht, komm, wir machen einfach so eine kleine Einkaufsstraße dahin und machen so den einen oder anderen Laden hin. Haben wir überlegt, ob ich da so ein kleines Café hinmache und das ein bisschen dekoriere. Habe ich aber erstmal nicht gemacht. Werde mal irgendwann vielleicht mal in der Innenstadt machen. Aber bei dem Gebiet habe ich jetzt mal so ein bisschen ein paar Schilder noch hingestellt. Dann begrünen wir das noch alles. Und dann geht es auch langsam Richtung Cinematic. Ja. Dann sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe nach wie vor, dass euch das Projekt gefällt. Ich habe mega Bock, immer noch. Ich habe so Bock drauf. Ich habe so viele Ideen, die ich noch machen möchte. Und mir gefällt es halt auch einfach von den Aufnahmen her, dass sich halt nicht alles so hektisch hin und her bewegt, sondern es sieht
cool aus. Mir gefällt es wirklich richtig gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Viel Spaß bei Cinematics. Und ja, lasst einen Kommentar da, lasst eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin, zur nächsten Folge. Macht es gut. Bye, bye.